Willkommen zu meinem letzten Video im Jahre 2019, die Easter Eggs von Celeste. Celeste ist ein 2D-Plattformer, in dem man in der Rolle von Madeline, unserer Protagonistin, einen riesigen Berg erklimmen muss. Unterteilt ist das Spiel in 9 Kapitel, wobei nach jedem Kapitel der Schwierigkeitsgrad immer weiter nach oben steigt. Und wer achtet dann noch auf Easter Eggs, wenn man gerade eine Stage lebend geschafft hat, wo man vorher unter Umständen mehrere Stunden verbracht hat? Also ich rede aus Erfahrung, ich nicht. Trotzdem, gute Unterhaltung und bedenke, es sind Spoiler im Video enthalten. Unser erstes Easter Egg ist die Pico 8 oder Pico 8. Der Pico 8 ist eine virtuelle Maschine, die eine frei erfundene Konsole emuliert. Die Konsole existiert in der realen Welt also gar nicht. Erstellt wurde die fiktive Apparatur erstmalig von Lexa Lawful Games. Auch in Celeste finden wir in Kapitel 3, Teil 2 eine Pico 8. Das einzige, was wir machen müssen, ist uns den Weg durch den großen, unaufgeräumten Raum zu bahnen. Es gibt nur einen Weg, der geöffnet ist. Springen wir im nächsten Raum an die Decke, finden wir einen kleinen Eingang. Und dort befindet sich die Pico 8. Die Konsole emuliert eine Pixelversion von Celeste. Insgesamt steigt man pro Level 100 Meter weiter nach oben. Die Spitze befindet sich bei 3000 Meter, das heißt, es gibt 30 Level. Schafft man es bis nach ganz oben, erwartet einem eine Errungenschaft bzw. eine Trophäe für die Konsolenspieler. Vorteile bietet die Pico 8 Version von Celeste nicht. Im vierten Kapitel, Teil 2, befindet sich das blaue Kristallherz. Um dieses zu erreichen, müssen wir ein Easter Egg nutzen, welches ursprünglich aus Super Mario Bros. 3 stammt. Zunächst gehen wir in den Abschnitt, wo das Herz zu finden ist. Dort finden wir diesen weißen Block. Und genau der ist aus Super Mario Bros. 3. Dort kann man in den Hintergrund der Welt schlüpfen, wenn man sich auf einem weißen Block lange genug bückt. Auch in Celeste funktioniert dieses Prinzip. So erreicht man schließlich auch das Kristallherz. Besuchen wir im fünften Kapitel den letzten Teil, starten wir kurz bevor wir Theo im Kristall finden. Wie du vielleicht schon bemerkt hast, läuft die Hintergrundmusik des Spiels bei diesem Easter Egg mit. Wenn du genau darauf achtest, kannst du eine Frau flüstern hören, aber sie nicht verstehen. Es handelt sich dabei um Madeline. Wir befinden uns in der Spiegelwelt und so läuft die gesamte Musik und auch das Gesprochene rückwärts ab. Die Originalfassung ist auf Englisch, daher spricht Madeline hier auch entsprechend auf Englisch. Hören wir mal rein.
Die Entwickler wollten sich im Spiel irgendwie erkennbar machen. So fügten sie einen Entwicklerraum hinzu. Der ist aber recht gut versteckt. Wir begeben uns zu Kapitel 6, Teil 4. Dort wartet Granny an einem Aufzug. Im Spiel würde man nun eigentlich weiter den Weg entlang gehen. Aber wir können auch über den Aufzug nach oben klettern. Nun wird es etwas schwieriger, denn damit es weitergeht nach oben, müssen wir Airwave Dashes ausführen. In der Videobeschreibung kannst du eine Anleitung finden, wie man diese benutzt. Auch im Spiel erfährst du in Kapitel 9, wie man sie gebraucht. Bist du einmal durch, siehst du die verschiedenen Charaktere aus Spielen, die die Geschichte vom Entwicklerstudio hinter Celeste, Matt Makes Games, seit 2004 umspannen. Für fast alle kommenden Easter Eggs nutze ich den Assist Mode. Der Assist Mode kann im Hauptmenü eingeschaltet werden und sorgt dafür, dass man unendlich Dashes benutzt oder zum Beispiel nicht mehr stirbt. Cheating, wenn man so will. Gerade im letzten Kapitel kam ich aber nicht herum, die Cheats anzuschmeißen. Und später wirst du verstehen, dass es ohne Cheats auch kaum möglich ist, das Spiel absolut vollständig zu beenden. Nachdem man in Kapitel 9, Teil 3 die 5 Schlösser geöffnet hat, gelangt man normalerweise zum nächsten Teil. Bevor man mit der roten Blase komplett nach oben steigt, kann man aber einen alternativen Weg gehen, der sich etwas versteckt hat. Gleich im nächsten Teil, also Kapitel 9, Teil 4, erwartet uns ein kleines Easter Egg aus den Anfängen von Celeste. Wir müssen uns einfach durch die ersten drei Passagen begeben, bis wir schließlich das Easter Egg begutachten können. Yep, es handelt sich um das Auto, womit Madeline zu Beginn des Spiels zum Celeste Mountain fährt. In Kapitel 9, Teil 6 finden wir einen Shortcut, den man ohne Cheats fast unmöglich durchqueren kann. Es handelt sich dabei um den Demo Dash Shortcut. Ein Demo Dash ist ein Dash, der durch die Kristalle geht und dich aber nicht umbringt. Wenn man im richtigen Moment durch die Kristalle dasht, also den perfekten Frame erwischt, gelingt es einem ohne zu sterben, durch einen Kristall hindurchzukommen. Der Shortcut in Anführungsstrichen verlangt gleich mehrmals einen Demo Dash. Also in der Hinsicht viel Glück beim Selbstausprobieren. Jetzt gibt's nochmal was fürs Ohr. Ja gut, auch fürs Auge. In Kapitel 9, Teil 5 finden wir, während wir dem Vogel hinterherjagen, eine versteckte Hütte. Die Hütte befindet sich im Abschnitt kurz bevor der Checkpoint zu Teil 6 ausgelöst wird. In der Hütte hören wir dieses seltsame Geräusch. Dieses Geräusch kann man in einem Spektrogramm invertieren. Ein Spektrogramm stellt die Frequenz, die wir hören, bildlich dar. Dabei nimmt es die einzelnen Frequenzen eines Signals und stellt diese in einem zeitlichen Verlauf dar. So entsteht am Ende ein Bild. Auch das Gehörte aus Celeste kann in einem Spektrogramm gepackt werden. So würde der Sound der Hütte dieses Bild ergeben. Nebenbei fanden einige Spieler sogar heraus, dass das graue Fake-Herz in Kapitel 9 ebenfalls Sounds abgibt, die man in ein Spektrogramm stecken kann. Die Sounds ergeben schließlich die folgenden Bilder. Kurz vor Ende des Spiels hat man die Möglichkeit, eine einzigartige Beere einzusammeln, die Moonberry. Hierzu kann man entweder direkt mit dem Assist Mode durch die Decke dashen oder man macht es auf den natürlichen Weg, wie nun gezeigt.
Ich erzähle mal vorab, was es mit der Moonberry auf sich hat. Wenn man sie einsammelt, erhält man eine Errungenschaft und zu seinem Bärencounter eine Beere dazu. Der einzige Nutzen der Beere ist, dass je nach Anzahl sich das Ende des Spiels, also die Szene, in der Madeline buggt, sich verändert. Dazu gibt es in der Videobeschreibung ein Video, welches die alternativen Enden zeigt. Falls man es übrigens schafft, alle Beeren einzusammeln, kommt man am Ende auf 202 Beeren. Hast du also alle 175 rote Beeren eingesammelt, ist das Spiel so gesehen noch nicht vollständig beendet. Dennoch erhält man das beste Ende ab einer Anzahl von 175 Beeren. Also besser wird's nicht mehr. Wie man die zusätzlichen Beeren erreicht, erfährst du in wenigen Augenblicken. Oh, noch ein kleiner Nachbeitrag. Wenn man 200 Beeren erreicht, erhält man einen goldenen Stempel im Hauptmenü auf diesem Kärtchen, wenn man das Profil auswählt. Das kriegt man. Das hat sich gelohnt, die ganzen Stunden, die man da rein investiert hat. Wer wirklich noch nicht genug herausgefordert wurde, kann goldene Beeren sammeln. Diese befinden sich am Anfang jedem Levels, auch B-Sides, auch C-Sides. Mit den goldenen Beeren muss man versuchen, durch das Level zu kommen, und zwar ohne, dass man stirbt. Und hier beginnt das große Cheaten. Dennoch gibt es tatsächlich Spieler, die es schon geschafft haben, ohne zu sterben, jedes einzelne Level zu schaffen. Die müssen echt Stunden drauf haben. Das Besondere ist, dass wenn man die goldene Beere im Kapitel 9 sammelt, man noch ein Zusatzlevel schaffen muss. Stirbt man in diesem Zusatzlevel, muss man das gesamte Kapitel von vorn anfangen. Sammelt man alle zusätzlichen goldenen Beeren und man hat die roten Beeren und die Moonberry, so gelangt man am Ende auf 201 Beere. Eine fehlt also noch. Und wo gibt es die? An den Anfängen. Es ist eine kleine Herausforderung, aber machbar. Wir gehen zurück nach Kapitel 1, Teil 1 und schauen mal, was da abgeht. Was fällt dir auf, während ich das Kapitel durchspiele? Genau, ich nutze keine Dashes. Schafft man das auf diese Weise bis zum Ende des Kapitels, erhalten wir eine weitere goldene Beere. Und so kommen wir auf eine Gesamtzahl von 202. Aber gibt es denn in anderen Level nicht auch so eine fliegende goldene Beere? Die Antwort darauf ist nein. Ich habe es bei der Seaside vom ersten Level versucht, da gab es keine. Auch mit Hilfe des Debug-Tools habe ich keine gefunden. Warte. Debug-Tool? Was ist denn das? Das Debug-Tool ist ein Mod, welchen man nutzen kann, um aktiv mit Befehlen zu cheaten. Es ist möglich, in alle Level zu gehen, alle Beeren zu erhalten und so weiter und so fort. Das Nutzen des Tools würde ich nur dann empfehlen, wenn man wirklich mit dem Spiel abgeschlossen hat. Es nimmt sonst die Motivation und jegliche Lust. Um das Tool zu erhalten, gibt es in der Videobeschreibung einen Link zum Download. Keine Sorge, wenn der PC Faxen macht, meiner läuft bis heute immer noch, einfach durchschlaufen lassen, einfach chillen, wird schon. Für die Konsole gibt es das übrigens auch. Im Spiel muss der Mod nur noch aktiviert werden, dann kann man durchstarten. Für die PC-Nutzer, die Konsole öffnet man mit der Taste, wo der Punkt drauf ist, das habe ich nicht gewusst. Will man sie aber wieder schließen, schreibt man einfach nur den kleinen Buchstaben Q rein. Dann schließt sich das Ding und fertig. Warum gehe ich so ins Detail mit dem Debug-Tool? Weil unser letztes Easter Egg nur mit Hilfe des Tools gefunden werden kann. Wir begeben uns ein letztes Mal in Kapitel 9 zum Anfang. Laufen wir normal zu Granny, knallt der Blitz rein und der Grabstein erscheint. Rest in peace, Granny, die macht Party da oben. Die feiert. Nutzen wir nun das Tool. Wir öffnen es und schreiben Map Edit hinein. Hiermit können wir in jedes Level schlüpfen. Die roten Punkte sind Spawns, die wir auswählen können. Wir machen einen Rechtsklick auf oder in der Nähe eines Spawns. Und bereits jetzt sehen wir, dass die Entwickler damit gerechnet haben, dass jemand das Tool nutzt. Auch Granny hat noch etwas zu sagen, denn wenn man von der Debug-Seite kommt, verschwindet sie nicht. Und das sind sie, die bisher gefundenen Easter Eggs in Celeste. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich muss sagen, es ist gerade Jahresende. Ich bin froh, dass das Jahr 2019 nun vorbei ist. Für mich war es nicht gerade das beste Jahr. Drum freue ich mich aber umso mehr auf das kommende Jahr 2020. In diesem Sinne, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020 und bis bald. Ciao.
Oh, my God.